Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Letzte Folge haben wir uns den Spaß erlaubt, wieder nicht weiterzukommen. Wir haben das Raptor-Squad ausgebrütet und ein bisschen rumgeführt. Und wir haben die Herasauren-Drillinge ausgebrütet, die jetzt auch fertig sind, die ich jetzt auch mitnehmen werde. Mal ein bisschen rumführen werde. Aber wir werden vorher mal Narkotik craften. So viel wie wir können. 500 ist okay. So. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Fleischfresser. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll. Wir haben jetzt einen schnelleren Herasaurus. Vielleicht kommen wir damit ja weiter. Kann eigentlich sein Schaden vom Papa? Ich glaube schon. Hallo. Und? Kriegt ihr keinen Blutungsschaden? Ah, doch, 3. Wir machen 2 mehr Blutungsschaden. Ist doch okay. Ich glaube, das geht mit Melee Damage. Wenn ich mich da richtig entsinne. Das heißt, je mehr Melee Damage, je mehr Blutungsschaden machen wir. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hinten hin. Bei unserem Fleischfresser Rhinos. Was da so abgeht. Ob man da jetzt irgendwas hat. Was bounzt denn dadurch durch die Gegend? Ah, okay, ich sehe schon. Sehr säbelzahnlastig hier. 90, 42, 12, 72, 18. Dann ist ein Hyenadon, ein Raptor. Nichts Gutes. Warum habe ich schon ein Standbild? Zack. Kann ich sie töten? Haben sie Bock drauf? Töten? Cool. Könnt alle nix. Töte euch. Au. Tag. Soll ich sie auch töten? Gerne. Ich bin ihnen da sehr gerne bei behilflich. Sie können, auch wenn sie sehr cool aussehen, sie können nichts. Bitte sterben sie jetzt. Dankeschön. Noch ein zweiter. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich würde gerne alle hier töten. Ich warte auf große Fleischfresser, die besser sind als ihr. Schön. Du auch. Natürlich töte ich dich. Toll. Den habe ich nicht ganz erwischt. Oder Qualle. Hinten ist auch nichts, ne? Und das? Das ist ein Moloch, oder? Ja. Töte die auch mal. Ich weiß nicht, was die können. War das nicht ein Level 6er? Was, wie viel der ausgehalten hat für fucking Level 6? Auch der 12er. Interessant. So, dann gehen wir mal hoch. Wird es eigentlich Nacht? Nee, es wird Tag. Gut. Oh, ein Sakko. Oh, ah ja, das ist der Wolli Vilo Venatrix. Mir helfen? Beeil dich mal. Haben wir den mal zähmen da, den Billowenatrix? Sieht schon ziemlich krass aus. Wie heißt der? Billowenatrix. Moment. Eine Sekunde. Okay, habe ich mir gedacht. Das ist ein Level 75er, also der Sattel ist für Level 75. Und der fischt, genau. Der frisst Fischmeat. Wir haben keinen Fisch. Es ist hier dunkel. Ich sehe nichts. Gar nichts. So, jetzt sehe ich ein bisschen was. Gucken, ob hier oben irgendwas ist oder hier. Parasauren, ne? Ja. Sieht auch sehr friedlich aus. Okay, die da sind Raptor. Ne, das sind Trodons. Das sind nur Trodons. Trikes. Iguanos. Den schon aufgemacht? Nö. Schön. Ein bisschen aufpassen, wegen... Oh, wegen den zum Beispiel. Aber eigentlich sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Kälte. Weggehen. Das ist zu schnell für mich.
krass, wie schnell die sind, obwohl so große Elefanten sind. Riecht mich trotzdem nicht, ich bin schneller. Oh, da sind noch Säbeltotzis. Wir müssen den auf jeden Fall ein bisschen leveln. Dann können wir gleich, es gab ja anscheinend noch keinen Wild Dino Kill. Dann können wir gleich die... Dann können wir gleich die Alpha töten. Den Alpha Herasaurus Level 6. Yep. Ich hab beide. Mate-boostet diese Säcke. Nix, kommt nix, gut. Wow, wow, ich, wow. Aber ich finde es gut, dass die Jobs nicht overpowered sind. Das ist ja genau das, was ich wollte. Dass ich prozentual die Chance habe, guten Loot zu kriegen, aber es halt nicht jeder Loot-Drop das Nonplusultra ist und wir dann in irgendwelchen Scheißdreck schwimmen. Weil das macht es dann halt auch zu einfach. Ist, mir fällt mal auf, es sind sehr viele Parasauren hier. Also wirklich exorbitant viele. Gern Fiumia, ich habe Hunger auf Schweinefleisch. Was? Ah. Parasaurus, der einen Raptor angreift. Alles klar. Was ist das? Den Epentrias, na, das Thema hatten wir schon. Das brauche ich nicht nochmal. Was Cooles? Ich finde es nice, dass wir so schnell sind. Hat der pinke Beine? Also pinke Fußsohlen? Aus? Brachio ist weg. Aufpassen, hier waren auch letztes Mal die Elefanten drin und der Dinoceros. Scheint beides nicht mehr da. Obwohl doch, hier Elefanten gibt es noch, der Dinoceros ist anscheinend nicht mehr da. Denn ein Dinoceros töten, was hier jetzt rumlaufen könnte. Vielleicht ist er auch einfach nur weggelaufen, weil irgendwas verfolgt hat. Auch geben. So, unser Tech-Track-Freund ist noch da auf jeden Fall. Da ist ein Fiumia. Das suche ich doch. Du musst jetzt sterben. Braucht ein seltenes Fleisch. Der bitte auch, dankeschön. Noch eine? Jo. Aber bitte. Weg, 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 weg. So. Level up und ein bisschen Leben. Falls wir auf den Alpha treffen, dass wir uns wehren können. Also der ist halt jetzt nicht richtig stark, der Herasaurus. Aber mit dem können wir auf jeden Fall mehr anfangen. Wir können auch gleich mit dem Redwood rüber. Gerne gucken, ob wir da was Passendes finden können. Dann machen wir da 2. Nee, da mal 2,5, glaube ich, ist ungefähr das. Nein. Theresino, ja. Theo ist noch da. Kanus. Tag. Töten. Denke ich, alle so orange schon, ne? Weiß ich, einerseits finde ich die Karnosauren cool, andererseits finde ich die irgendwie, weiß ich nicht. 5% vom Leben. Das ist krass. Das ist schon immer 5% vom Leben, was die abgezogen haben mit ihrem Hornschlag da. Irgendwie nicht dran erinnern. Einmal hochheilen und dann gucken wir mal. Der Herasaurus ist aber irgendwie weg. Sonst sehe ich ihn hier nicht. Doch, da vorne ist er. Hat die Frage, soll man es wagen? Ich wag's mal.
Postosuchus. Er sitzt aber nur. Könnten Glück haben durch den Knockback, dass wir es schaffen. Wir landen deutlich mehr Treffer als er. Machen halt dort deutlich mehr Schaden. Darf nur nichts in die Quere kommen. Hier ist. Das ist ein Raptor, aber sonst ist hier nichts. Ist gut, das ist sehr gut. Blutet auch schon gut, glaube ich. Ich glaube, der hat ein paar Blutflecken. Ja. Der stirbt. Ja, easy. Tada! Tech-Beluasaurus, what the fuck? Und Prime Darts. Okay. Alpha-Blut. Oh. Unerwartet. Noch hier drin? Loot Crate, what? Was? 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 Warum? An den Loot Crates von Assassin's Creed wollte ich schon sagen. Von dem Arctics habe ich nichts gedreht. What the fuck? Warum? Ich wollte doch noch gar keine. Warum kriegen nur zwei Level von dem? Okay, ja. Wir haben Spinus hier. Halt gut Level, oh, das ist der 156er, den möchte ich eigentlich nicht. Der ist gut, der ist Level 24. Den holen wir uns. Ich dachte, dich holen wir. Wir machen ziemlich viel Schaden. Mal sterben leider, sorry. Ja, sehr freundlich von dir, Spino. Geh. Wo hinkommen können, als ich dein Kollege angegriffen habe. Was ist da hinten? Dödi. Ein Postosuchus, ein Dödi, noch ein Postosuchus. Wir können rübergehen, wir sind stark genug, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie sterben. Das ist nicht einfach so. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen auf Sylacoleus oder sowas. Stirb. Stirb. Ich würde gerne noch mehr Heriasauren tatsächlich einfach haben. Für bessere Zucht. Der hat schon ziemlich krass OP. Was willst du? Kann der sich eigentlich jetzt nicht mehr im Boden einbuddeln, weil wir, weil er zu groß ist und man ihn reiten kann? Hallo Postosuchus, ja. Töte dich schon, keine Sorge. Muss auch schon sterben. Das ist ein High Level, glaube ich. Oh, du musst sterben. 108er. Oh. Könnte ich übrigens selber auch als Chibi droppen und ich glaube auch einen Sattel droppen. Party? Ich wollte mitspielen, ich wollte auch Party machen. Wie darf ich mit Party machen? Hier war noch ein Heriasaurus. Zweiter. Das ist ein Alpha, Alpha sag ich. Suchumimus. Ich weiß nicht, wie im Fleischfresser technisch läuft es bei uns nicht so. Wer? Was machen die da hinten? Da sind auch zwei Postosuchus. Aber auch nur welche, die herumlaufen. Will ich direkt wieder angerannt kommen. Stirb. Hat viel zu viele Postosuchus hier. Stirb doch. Ja, ich weiß, ihr seid gefährlich. Trotzdem stirb bitte einfach. Brauche ich gar nicht mehr. Ich bin stärker. So ein Postosuchus brauchen wir definitiv nicht mehr. Da ist die Frage halt, was machen wir? Wo holen wir unser Fleischfresser Rhinos her? Können wir hier auf den Berg gehen? Gucken, ob da was ist?
Unter der Voraussetzung, dass hier kein Freund von uns am Baum hängt. Gemountet werden möchte ich eigentlich nicht. Hier hin. Warum, soweit ich sehe. Mal gut aufpassen, wenn irgendwas Falsches am Baum hängt, ist man tot. Ja, da zum Beispiel. Wenn es nur ein Level 6 ist. Bist ein Rex? Das Pleto. Das Pleto kann ich leider nichts mit anfangen, auch wenn es ein. Ach, fuck! Hilfe! Hierher! Bin tot. Mein Hierher auch. Ah, toll. Wir gewonnen, so zerronnen. Erstaunlich selten gestorben, fällt mir gerade mal auf. Petera? Letzte Möglichkeit. Meine, unser Heria könnte es schaffen. Relativ stark. Unbesiegbar, aber relativ. Da jetzt hin. Bin ganz entspannt. Ich habe ein Level abgekriegt. Jetzt 74. Da kann man was mit anfangen. Jetzt hoch, das geht mir auf den Sack. Wir waren irgendwo da hinten, glaube ich. Ist ein bisschen schade, dass es sehr wenig neue Flugsaurier gibt, tatsächlich. In den Mods. Pullover, der frisst den Leichnam, den wir da hingeschmissen haben. Pause. Schneller Pause machen. Deshalb verbraucht man das Stamina. Hier müssten wir jetzt sein. Dahin, glaube ich, mein Freund. Hier bin ich. Wo ist mein Heria? Rexipu. Erstmal wieder setzen. Rexipu, keine Ahnung, welches Level er hat. Hat die irgendwas zu mir? Nein. Nehmen. Und welches Level bist du? 30, naja. Nee. Mal wieder mich anziehen, bitte. Nicht. Das kann weg. Ich würde die hier gerne draufziehen. Der zweite Punkt: Microraptors. Geißel des Redwoods. Sehr schlecht zu unterscheiden von den. Wie heißen die? Archaopteryx. So, Archaopteryx. Gut, hier ist nichts. Wir hauen wieder ab. Ich könnte Rexy nehmen, weil Rexy ist langsam und schwerfällig. Ich möchte eigentlich einen etwas flotteren Fleischfresser haben. Gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Zurück an den Strand. Und möglichst auch keine Microraptors kriegen. Wo ist mein Flieger? Ernsthaft mal, wo ist mein Flieger? Ich bin aus Versehen abgehängt. Das war nicht meine Absicht.
Bist du? Ach Leute, verzieht euch doch. Keiner mag euch. Scheiße. Hör, du bist scheiße. Lass mich in Ruhe. Nur mein Fliegosaurus. Das ist ein High Level. Nein! Passiert mir nicht nochmal. Ah, der macht nur zwei Schaden, wenn wir nicht mit drauf sitzen. Interessant. Wo ist mein Flieger jetzt? Ach, pisst euch. Hört's. Nein! Jetzt töte ihn! Töte ihn! Ja, keine Ahnung. Hä? Sind doch hier von der Ecke runtergekommen. Er war noch hinter uns. Ist der? Da. Bin ich doch nicht dümmer als bist du blödes Fliegonautenvieh. Oh, da ist ein Postosuchus-Nest. Nehme ich. Aber erst ein bisschen heilen. Sicher ist sicher. Das Schweinefleisch ist so gut. So eine Hilfe. Hallo, hallo. Nur das Ei. Wow. Können wir in Kibbel verwandeln? Glaubt, den hätte ich auch gerne. Die Haie hier eigentlich irgendwo drin, hier, ne? Der Postosuchus. In Ruhe, du kannst nichts. Keiner kann euch ernst nehmen. Geht. Hoffentlich ist er gleich noch da. Immer alle sterben, bitte. Ich hasse es. Mache ich sowieso alle platt. Ihr könnt alle nichts. Alle miteinander. Zu Chocano Bild nur den Job. Nevermind. Wo ist mein Fliegonaut? Ich guck mal jetzt kurz, oh, wo du bleibst. Ja, hier haben wir nichts. Heute noch ein Chibi gedroppt, brauche ich auch nicht. Könnte nach da hinten rüber gehen, aber ehrlich gesagt will ich das gerade nicht. Nicht zu weit entfernen. Slop Roof kann weg, das kann weg, das kann weg. Behalte ich mal. Ein Water Jar brauche ich eigentlich auch kein zweites, behalte ich trotzdem mal. Berries können weg. Das bisschen Platz machen hier. Polymer habe ich gekriegt. Woraus habe ich Polymer gekriegt? Das ist im Drop nicht, oder? Das ist im Loot Crate gekriegt. Da ist Tyrannotitan. Tyrannosaurus. Den Tyrannotitan hatten wir auch probiert, ne? Der war doch auch ziemlich OP. War das ein anderer Saurier, den wir probiert hatten zu kriegen? Mikroraptoren, nope. Den möchte ich gerne haben da hinten. Und bleibst? 72. Ich glaube, den kann man nicht bolern.
Der war, glaube ich, auch ziemlich krass. Den kommt man nicht bowlern. Und ja, der war ziemlich krass. Dass meiner gezüchtet ist und damit ein bisschen schneller ist. Alter, was macht der? Stirbt er jetzt? Nee, doch nicht. Kommt noch weg. Wir könnten den hier nicht festbuggen, aber könnten uns hier ein bisschen hinstellen, könnten den austricksen. Schlau machen, aber nee, der Fluggenaut ist fast tot. Ich möchte ihn erst in Sicherheit bringen. Ich würde sagen, ich gehe zurück zur Base und in der nächsten Folge holen wir uns den Quintsaurus da. Wir ihn einfach hier an der Ecke, also an dem Vorsprung da festbacken, aber uns da halt einfach gut günstig positionieren. So, günstig positionieren. Ich sag bis zur nächsten Folge und ciao.